So, dann wollen wir mal. Freunde, heute soll es ja Starkregen geben. Also wird vielerorts Public Viewing ausfallen. Leider. Also machen wir mal heute ein bisschen, also so circa, ich habe geguckt, Nordrhein-Westfalen, ab 17, 18 Uhr fängt es an zu regnen. Spätestens 18, 19 Uhr wird der Regen dann schon stärker und vor allen Dingen Richtung 20, 21 Uhr, also genau dann, wo das Spiel Deutschland beginnt, wird es sehr, sehr stark werden. Es gibt deutliche Warnungen, dass man doch bitte auf das Public Viewing verzichten soll, weil es unter anderem sehr, sehr extrem werden wird mit dem Regen und mit dem Wind. Hagel soll es auch geben. Ja, ich mache heute mal ausnahmsweise Wettervorhersage für euch. Damit ihr gewarnt seid. Ja, chinesische Mauer. Schlechteste Map, die man kriegen kann für so einen Scout. Ja, keinerlei Hilfe. Man kennt's. Artirots daneben. Ja, Schüsse gehen daneben oder bouncen. Nö. Es fährt keiner mit. Es schießt keiner mit. Und chinesische Mauer ist für Scoutfahrer so ziemlich das Schlechteste, was du kriegen kannst. Oh, zurück zur Garage, verlassen, ja, und es passiert nichts. Ach, ist das toll. Der neueste Bug. Guck mal hier, zurück in Garage, Gefecht verlassen, verlassen. Zack, und ich bin immer noch hier. Ja, herzlichen Glückwunsch, Wargaming, Alter. Beste Wargaming of the old time. Der neueste Bug ist, dass man nicht zurück in die Garage kann. Guck, egal wie oft ich da. Verbindung unterbrochen. Oh, das ist ja süß. Mann, Wargaming, Alter, ihr macht aber auch Fortschritte immer, das ist doch toll. Wirklich, man wird jeden Tag aufs Neue überrascht von Wargaming. Das ist einfach der Beste, wo gibt. Ja, super. Genau das hat gefehlt. Mann, 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 Mann. World of Tanks wird von Tag zu Tag besser, ne? Da kann ich nicht meckern, Alter. Das ist das Beste, wo gibt. So, erstmal Wasser trinken. Schön runtergekühlt natürlich, ne? Wasser trinken ist das Beste, wo gibt. Da kann ich nicht meckern, Alter. Ja, Freunde, es gibt ein paar Ausnahmen wohl. Im Nordwesten, äußersten Nordwesten soll es ein bisschen ruhiger sein anscheinend. Und im äußersten Südosten
soll es ein paar lockere Gebiete geben. Ansonsten fast Gesamtdeutschland Regen, Starkregen, Hagel, Sturm. Tja, Ziele auf. Ah, tut sich nichts. Ja, also bisschen mehr hätte ich mir schon erhofft, ne, wenn ich hier unter Einsatz. Ja, nee, du. So richtig gut abaimen tun die hier nicht. Ein Radpanzer, der. Ach, das ist ja gar kein EBR, das ist dieser komische Möchtegern-Radpanzer. Ich geh mal Richtung Stadt. Oh, die T100 Leitrunde haben wir gewonnen. Das ist ja krass. Ja, nee, du, hier, die Stadt löst sich gerade komplett in Luft auf. Ratzfatz, rubbel die Katz, ist mein Team tot. Jo, Badget. Das ist natürlich eine süße Position, die du dir da ausgesucht hast. Aber die bringt uns gar nichts. Ach, jemine, Alter, was ist das für ein Team? Ey, sekundenmäßig sterben die hier weg.
Ja. Da war nichts zu machen, ne? Dieses Team ist einfach viel zu schnell weggeplatzt. Da war wirklich nichts zu machen. Wir haben hier bestimmt 5, 6 Leute ohne Damage, kann ich jetzt schon voraussagen. Oh, Äpsche, Äpsche, guck hier, Äpsche, Belohnung. Also richtig Äpsch ist die Belohnung nicht, ne? Oh, der Scout hat den zweithöchsten Schaden. Oh, unsere Badgett hat gar keinen Damage. Das ist ja süß. Was bist du denn für einer? Wie kann man denn bitte mit einer 10er Badgett und mit einem FV keinen Damage machen? Und Centurion AX. Ja. Ja, wunderbar. Ach, der Spezialpanzer Karo 45er im Gegnerteam. Ach, der Typ hat eine 11.000er WOT-Wertung. Ach, das sind aber auch Zufälle. Auch dieser Spezialpanzer im Gegnerteam. Mann, Mann, so viele Zufälle, ne? So viele Zufälle, Alter. Das ist wirklich alles Zufall. Optimalovic. Das ist einfach super brutal, Alter. Aber da hilft nur eiskaltes Wasser trinken. Freunde, also Public Viewing fällt in den meisten Gegenden in Deutschland aus. Nix Cookie Lucky draußen, Fußball, Alter. Wetter macht uns einen Strich durch die Rechnung. Das ist natürlich der brutalste Reinfall, wo gibt, Alter. Ja, Stojanski ist ungefähr genauso geil wie chinesische Mauer für einen Scout. Hier hast du zu viele Schlachtergassen und offene Flächen. Ohne Tarnung. Ja, die Gegnerart ist motiviert, kann man an der Stelle mal sagen, ne? Das Problem ist, dass der Gegner auch ziemlich viele schwere TDs hat. Ne? Mal eben durchflutschen und irgendwie da flankieren ist nicht, weil irgendeiner von den TDs erwischt dich dann. Ne? Ja, das meine ich, Alter. Genau das meine ich. Ne? Ein Rheinmetall aus voller Fahrt wird von mehreren Leuten getroffen. Ne? Sind mal wieder die Profis im. Ja, und die Arti noch obendrauf, natürlich. Diese GWE 100 schießt auch nur auf mich. Ne? Ist euch das mal aufgefallen? Natürlich bounce ich. Ne? Ist ja klar.
Ja, der Rest vom Team spielt schon wieder nicht mit. Ja, wie wär's, wenn ihr euch mal nach vorne irgendwie mal traut und auch mal ein bisschen HP einsetzt? So dass wir eventuell das Spiel gewinnen können. Na, das wäre super nett von euch allen. Ja, komisch, ne? Wenn der hier aufgeht, kassiert der keine 50 Treffer hintereinander. Ja, wir haben hier genug Leute, ne? Die müssten einfach mal alle mal ein bisschen mitspielen. Ja, wobei einige von denen sind auch Low HP, ne? Tja. Ratzfatz, rubbel die Katz, schnubbel die Batz. Schon erstaunlich. Ja, genau, ich bounce an der Seite von diesem TD mit meiner Goldmunition. Ja, da ist auch der Kollege GWE100, der mich die ganze Zeit fokussiert. Da haben wir dem mal eine eingeschenkt. Endlich mal. Ja, haben wir das gewonnen, ne? So muss das. Da kannst du nicht meckern, da kannst du nur glotzen, Alter. Das ist doch Beste, wo gibt. Das ist ratzfatz, rubbel die Katz. Mhm.
So, ich weiß nicht, ich fahre gerne Rheinmetall, ne? Auch wenn hier und da der Panzer so seine Macken hat, aber ich fahre den gerne, ich weiß nicht warum. Ratzfatz, rubbel die Katz mäßig. Müsst alle locker bleiben, ne? Das ist das Beste, wo gibt. Ratzifatzi, rubbel die Katzi, schnubbel die Patzi und die dubbel die Dazi, alla beste, wo gibt. So, dann wollen wir mal gucken, wie viele FVs der Gegner hat. Und siehe da, es sind zwei. Und dann noch drei andere schwere TDs. Und dann noch zwei Scouts. Und dann noch dies, jenes und Ananas und so. Natürlich schießt keiner. Ja, wir haben jetzt schon mehrere Panzer aufgemacht, die nicht beschossen wurden, natürlich, ne? Artis haben auch keinen Bock. Ja. Das ist natürlich schlecht, wenn die Artis keinen Bock haben und nicht schießen. Ne? Denn für die spottet man ja eigentlich. Generell ist auch die Seite schlecht besetzt irgendwie, ne? Linke Seite ist absolut schwach besetzt. Ja, Schüsse, die nicht ankommen. Das ist sehr schwach. Es ist sehr schwach, was hier auf der linken Seite gespottet wird und beschossen wird, ist sehr, sehr schwach. Auch die Mitte ist voll mit Gegnern da. Also unsere Artis reagieren gar nicht. Sehr schwache Ausbeute hier. Also das Team reagiert auch überhaupt nicht, ne? Die kommen nicht hier rüber, um zu helfen. Das juckt die im Prinzip gar nicht. Null Reaktion auf die Situation. Ja, rechte Seite, linke Seite pusht sich tot, Ziele werden nicht abgeaimt. Sechs Panzer in 3, 4 Minuten weggeschmissen, das ist ultra schlecht gespielt.
Ja, und die Schüsse fliegen immer noch sinnlos daneben. Ach Gott. Hier ist alles voll mit Gegnern, aber unsere beiden Artis reagieren halt nichts. Nichts. Ja, sehr, sehr, sehr schlecht und schwach gespielt. Falsche Flanke befahren, wie immer auf der Map, ne? Die meisten von uns sind halt in die falsche Richtung gefahren, wie man sieht. Und die schmeißen da HP weg, ey, dass es keinen Morgen gibt. Ja, linke Seite ist gefallen. Natürlich bounce ich. Ja, keine Chance. Absolut keine Chance. Absolut keine Chance. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, wir gucken uns gleich mal die Ergebnisse an und ja, ihr checkt alle meine Social Media. Ich habe ja so ein neues Intro. Könnt ihr mal paar Kommis Likes da lassen. Ich muss auch gucken, dass ich mir ein anderes Headset mit Mikrofon besorge, weil die Qualität ist hier wirklich katastrophal. Zu viel Knistern und so. Wobei es eventuell damit zusammenhängt, dass das Headset an sich okay wäre, aber das Problem ist eher, glaube ich, Kabelverlängerung. Ich habe so das Gefühl, dass wenn ich mein Headset mit ein oder zwei Kabeln verlängere, dass dann die Qualität vom Sound nachlässt. Kann also sein, dass es an der Verlängerung liegt und nicht am Headset selber. Aber wenn ihr da ein bisschen Ahnung habt, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ja? Ja, schlimm genug, dass der Scout da oben steht mit Damage und allem Möglichen hier. 10er Medium 0, 10er TD 0 und Spots waren genug da, ne? Also daran ist es ja nicht gescheitert, ne? Unsere Leute haben einfach nicht auf offene Ziele geschossen, ne? Nach XP bin ich auch auf Platz 1. Nach Damage bin ich auch auf Platz 1. Ja. 4600 kombiniert. Naja, Freunde, wie gesagt, 50% Winrate. Checkt mal die Links in der Videobeschreibung und abonniert den Kanal. Lasst ein Like da, paar Kommentare da und wir sehen uns. Bis dann.